Liebe Fische, wir schauen in euer Dezember-Update für das Kollektiv der Fische und ich bin gespannt, was ich euch hier mitteilen darf. Ja, ihr habt mit Ceres hier gleich das Thema Fruchtbarkeit und Ernte. Also ein Monat, wo ihr vielleicht auch speziell Ernte einfährt, aber auch wieder Dinge aussendet, die euch irgendwann nach einer fruchtbaren Zeit erneut Ernte einbringen. Und ihr habt hier unten noch Merkur mit dem Thema Kommunikation, Gedanken und Intellekt. Vielleicht wird es auch eine fruchtbare Zeit des gedanklichen Austauschs, wo ihr so Input kriegt, ne, von anderen, wo ihr Sachen besprecht. Guckt mal, die Kommunikation und jetzt liegt gleich der Brief so als Mitte da. Ja, sorry, Moment. Es geht hier wirklich mit den Fischen und dem Brief darum, dass ihr euch emotional austauscht. Möglicherweise habt ihr auch hier viel mit dem Thema Geld, Finanzen, das ihr bespricht oder wo es eben Sachen gibt, die ihr austauscht, verbal, schriftlich. Ich habe auf der bewussten Ebene für euch entweder ein Gegenüber oder, was auch sein kann, hier den männlich gebenden Teil. Also ihr fragt euch vielleicht, wo ihr rein investiert. Es würde zu dem Thema Fruchtbarkeit sehr gut passen. Möglicherweise habt ihr hier auch in Partnerschaften das Thema Geld. Ja, und ich habe hier auf der unterbewussten Ebene die Maus. Also ihr habt hier wirklich die gute Chance, irgendwelche Mangelgedanken wegzulassen. Eine Sache, die an euch nagt, das kann jetzt hier finanziell oder emotional sein. Möglicherweise steckt hier auch das Thema Unabhängigkeit dahinter, wenn wir ein bisschen weiter gucken. Oder so dieses Ausbügeln von Verlusten, die man... Ja, wo man eventuell viel investiert hat von seinem Gefühlsleben oder auch an Materie oder Geld. Und ich sehe das irgendwie so, dass ihr aus dem Unterbewusstsein hier sehr verstärkt an die Dinge drankommt, wie sie wirklich sind. Die Maus nagt euch hier Wege frei, die Dinge an die Oberfläche kommen zu lassen. Hier kann es aus der Vergangenheit aus Verträgen, um Verträge aus der Vergangenheit gehen, um Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit, um Beziehungsthemen. Ich sage es jetzt einfach nochmal, es geht vielleicht auch verstärkt um emotionale Abhängigkeiten irgendwo. Und ihr könnt hier sehr schön aus einem Kreislauf aussteigen. Versteht, in was oder wen ihr noch investiert, sowohl emotional auch finanziell. Was ich auch noch habe, ist irgendwie, wir haben ja die Kommunikation dabei, ne? Dass es vielleicht auch so Kommunikation gibt, die euch nervt oder wo euch immer sehr viel reinreden. Vielleicht musst du dich ja auch so ein bisschen behaupten, zu deiner Meinung stehen, dich von den Ideen der anderen auch nicht zudecken zu lassen oder in Aufruhr bringen. Also die Energie, die dich hier nervt oder als unruhig liegt, kann hier komplett beendet werden, wenn du aus deinem Unterbewusstsein diese Wege nimmst, die dir aufgezeigt werden. Ne? Ich habe hier aus der eigenen Sicht tatsächlich, dass du versuchst, deine eigene Größe zu leben. Ich habe vielleicht auch so Vaterthemen hier mit dabei. Wir haben zweimal die männliche Hauptperson, Quatsch, also die männliche Hauptperson und den Bären. Da kann es verstärkt auch um den Platz deines Gegenübers gehen oder eben um so ein Thema, das sich bei dir wiederholt.
Für einige kann es auch sein, dass sie sich aus einer Situation rausbringen, wo sie sich irgendwie doppelgebunden gefühlt haben. Ja, es kommen hier Einflüsse aus dem Umfeld. Da nimmt man euch vielleicht sehr zurückgezogen wahr oder ihr habt das Bedürfnis, euch aus dem Umfeld zurückzuziehen. Für einen oder anderen haben wir hier auch Verarbeiten von Trennungen oder auch alles, was so mit den Ämtern, Behörden, dem selbstständigen Bereich der Arbeit, mit den Aufträgen und Finanzen zu tun hat. Da kann auch so ein Wechsel stattfinden, ne? Ich habe hier irgendwie dieses Ding so liegen, dass es zwar ein schönes Thema ist, aber dass dir die Richtung oder das, was Fahrt aufnehmen soll, dass dir das auch irgendwie manchmal ein bisschen Bammel macht, weil es eventuell ungewohnt ist oder ja, weil du dich da alleine durchboxen möchtest, unabhängig sein. Aber du hast hier mit den Sternen am Ende das beste Ergebnis. Es wird sehr klärend für dich sein, sehr viel mit Wachstum verbunden, Langfristigkeit, Stabilität. Was sich hier zeigt, bringt ja auch auf die längere Zeit wieder Ernte ein. Und es ist aber zugleich auch so ein Lebensthema. Ich denke mal, deine Unabhängigkeit ist deine Stärke, möchte hier gezeigt werden. So, du befindest dich im Moment in der Übergangsphase, wo auch noch viele reinigende Prozesse mit am Wirken sind und wo so ein bisschen Erkenntnis und Weisheit mitschwingen, gerade in diesem Monat. Ich denke auch sehr viel emotionale Klärung. Du kannst so etwas Distanz aufnehmen und etwas bewegt sich in eine andere Richtung für dich, wo du auch deine Wurzeln wieder mehr spürst. Upsala. Guck mal, hier hast du die Übergangsphase, zugleich auch wieder mit einer Meisterzahl, ne? Es geht um die Existenz, um die Sinnfrage, um das große Ganze, um deine Verbundenheit. Und hier hast du mit der Libelle tatsächlich auch nochmal das Thema Wandel. Also es ist schon eine Doppelung. Und die Karte sagt ja auch, dass es völlig in Ordnung ist, bei etwas die Meinung oder die Richtung zu wechseln. Dass man die Erwartungshaltungen oder Traditionen, die andere so an einen haben, auch gar nicht erfüllen muss, sondern dass man völlig frei sein kann. Ja? Also würde wieder passen, deine Unabhängigkeit und deine Freiheit sind deine Stärke hier. Ne? Es heißt auch, dass man hier nur, weil man Dinge immer so gehandhabt hat, sie nicht verändern darf. Das muss man nicht. Man kann jederzeit seine Meinung ändern, seine Erfahrungen mit einbauen, sein Weltbild auch anders sehen. Und hier geht es vielleicht auch nur um ein bisschen Verändern des Blickwinkels, um damit wieder Großes zu machen. Vielleicht auch mal einen Schritt nach hinten gehen, um dann wieder Anlauf zu nehmen. Und dann die Veränderungen auch ohne Zögern anzugehen. Also dieses Nicht-Hadern mit sich selbst. Der Engel der Inspiration. Lass deiner Fantasie freien Lauf, um kreative Energie zu schöpfen. Achte dabei auf neue Gedanken und Ideen, die zu dir kommen. Sie bringen dir die Möglichkeit, Neues zu erschaffen und dich weiterzuentwickeln. Die Botschaft deines Engels: sei neugierig, schärfe den Blick für die Dinge in deinem Leben und lass dich davon immer wieder inspirieren.
Ihr lieben Fische, ich wünsche euch einen schönen Dezember. Ich drücke euch bis bald.